ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch mal was ganz Besonderes, eine andere Idee, was man noch so machen kann mit diesem wunderschönen Magnolien-Grußset. Und zwar sind das hier Magnete. Also ich habe jetzt hier die Blumen aufgestempelt, ausgemalt und auf Magnetfolie aufgeklebt. Und die könnt ihr zum Beispiel verschenken. Oder natürlich auch selber nutzen für kleine Sachen, die ihr an euren Kühlschrank oder an der Magnetwand machen möchtet. Und genau, ich habe das ausprobiert, ob das funktioniert mit der Folie, mit der Magnetfolie, ob ich damit auch stanzen kann. Und habe dann jetzt hier verschiedene Sachen vorbereitet. Bei dieser Blüte habe ich so gemacht, ich weiß nicht genau, ob man das sieht, ich denke schon. Die habe ich dreimal aufgestempelt, dreimal koloriert, mit der Hand ausgeschnitten, also unten ausgestanzt, mit der Hand ausgeschnitten, nochmal mit der Hand ausgeschnitten, damit es so eine 3D-Optik hat und so habt ihr eine richtig schöne, tolle Blütenpracht. Hier habe ich einfach nur einmal aufgestempelt und ausgestanzt, koloriert und da hat man eben nicht so diesen 3D-Effekt, aber es sieht auch wunderschön aus, also die ein bisschen einfachere und schnellere Variante, aber ja, ist auch genauso schön. Hier habe ich die zweite Blüte, die in dem Set ist, koloriert. Und hier habe ich nochmal embossed. Also es ist alles magnetisch. Ich habe jetzt hier mal so eine Klammer und ihr seht, es hebt. Aber es ist jetzt nicht das festeste Magnet, also man kann da jetzt keine 10 Zettel hinklemmen, sondern nur einen dünnen. Das muss man schon dazu sagen. Also diese Folie, die ich verwende, diese Magnetfolie, die ist nicht sehr dick. Ich benutze diese Folie auch immer, um meine Stanzteile aufzubewahren, weil man die dann einfach super wegkriegt. Ich nehme jetzt gleich die raus, die wir brauchen, diese beiden hier. Und ich habe euch dazu schon mal ein Video aufgenommen, wie ich meine Stanzformen aufbewahre. Das blende ich euch jetzt hier rechts oben bei dem weißen i ein, dann könnt ihr nachgucken, falls ihr das auch so machen möchtet. So habe ich die immer ordentlich und also hier auf der Rückseite sind noch die anderen. Ich beschrifte mir dann auch immer, wie viele Teile da drin sind und so und so sortiere ich mir die ganz gut auf. Okay, und ich verwende dieses wunderschöne Set Magnoliengruß. Ich habe mich so darauf gefreut, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich genau gewusst, das wird das erste, was ich bestelle und das ist einfach so schön. Da kommen auch noch einige Ideen von mir. Ich habe auch schon ganz viele Karten gebastelt. Und das zeige ich euch einfach im Laufe der nächsten Zeit. Genau, und wir machen jetzt einmal ein embossedes Teil und einmal ein koloriertes Teil. Und dann legen wir jetzt mal los. Ich kann das ja so um mich rum verteilen, das ist nicht einfach so schön. Das schaut toll aus, oder? Okay, also wir fangen jetzt das erste Mal an mit dem Kolorieren. Dazu nehme ich ein Stück Seidenglanzpapier und meinen Stempel habe ich schon aufgezogen. Und benutze jetzt die Memento-Tinte, weil ich mit den Blends arbeiten werde. Und mache mir da einfach mal einen Stempelabdruck. So. Schneide mir den ein bisschen kleiner. Und jetzt geht es ans Kolorieren. Also ich habe die Blüten schon mit ganz vielen verschiedenen Sachen koloriert immer. Und ich bin jetzt einfach bei den Blends ein bisschen hängen geblieben, weil ich die einfach so toll finde. Ich bin eigentlich kein Kolorierprofi, aber mit den Blends kann ich das irgendwie auch und das freut mich total. Und ich zoome euch jetzt da ein bisschen näher. Dann könnt ihr mir da genauer über die Schulter schauen. Und ich mache jetzt nochmal so eine, ja, so ein bisschen in den Ton von der Blüte. Aber es wird jedes Mal anders. Also ihr seht es dann selber, wenn ihr damit arbeitet. Die Blüten werden immer ein bisschen anders. Aber das ist das, was es auch ausmacht. Also ich finde das total schön. Und ich fange jetzt hier mal wieder mit der dunklen Farbe an. Aber ihr könnt es auch hell und dunkel und nochmal hell und dunkel. Also da darf man einfach ein bisschen spielen mit den Farben. Das ist einfach total schön, weil die dann so tolle Verläufe machen. Das war jetzt übrigens als Farbe hell Calypso. Und jetzt nehme ich Blütenrosa, dunkel und hell. Und ich nehme eigentlich immer die dicke Spitze. Genau.
danach benutze ich immer noch den Aufheller und male da auf jeden Fall nochmal über meine helle Stelle drüber und gehe auch einfach so komplett noch ein bisschen drüber, dass sich das alles noch ein bisschen mehr ineinander verläuft. Das finde ich, macht sich sehr, sehr gut. Und dann kann man ruhig nochmal mit der dunkleren Farbe so die dunkleren Bereiche nochmal nachgehen. Und dann seht ihr, wie wunderschön das wird. Also, ja, ich freue mich. Okay, und dann arbeite ich noch mit den Farben Bronze und Elfenbein und mit drei Grüntönen, die ich halt jetzt habe. Ich habe jetzt hier als Grüntöne grüner Apfel, hell und dunkel und Olivgrün, genau. Mit denen koloriere ich noch so den Rest. Das Gelb braucht man jetzt gar nicht, das habe ich bei der anderen Blüte verwendet. So. Und ich finde es gut. Wie gesagt, hier habe ich mit Chili gearbeitet. Das sind Chili und auch ein bisschen Blütenrosa. Hier habe ich gearbeitet nur mit Blütenrosa bei dieser Blüte. Da seht ihr nochmal die 3D-Optik in nahe. Es ist noch besser zu erkennen. Und hier habe ich gearbeitet mit, muss ich selber mal spicken, Dunkel-Himbeerrot und Hell-Himbeerrot. Und auch ein bisschen Blütenrosa noch in der Mitte. Und das Gelbe ist die Farbe Osterglocke, hell und dunkel. Und eben auch immer mit den Aufhellern und den Grüntönen. Also mehr Farben habe ich eigentlich nicht, außer noch Blau. Aber das habe ich jetzt nicht gebrauchen können. Jetzt zoome ich euch wieder ein bisschen raus. Und hole mir die Big Shot ins Bild. Dann nehme ich mal meine Blüten hier rüber. Ah nee, bevor ich das mache, nehme ich mir noch eine von meinen Folien. Die zeige ich euch jetzt nämlich gleich mal. Und zwar ist das von der Marke Dowcrafts Paper Mania. Ich verlinke euch den Link direkt unter dem Video. Da findet ihr dann genau dahin, wo es die Folien eben gibt. Und die bekommt ihr in so Hüllen. Und muss man erstmal rauskriegen. Die heben da immer ganz gut. Also die Hüllen sind super, auch für Papieraufbewahrung zum Beispiel. Die hebe ich mir immer auf. Und jetzt ist es wichtig, die Seite, die so ein bisschen, die ist ganz leicht gestreift und geriffelt, das ist die magnetische Seite. Ihr könnt es immer natürlich testen, wenn ihr euch eure Stanzform da mal drauf werft, ob die hebt oder nicht. Also auf der einen Seite hebt sie eben. Und die Seite, die mit Magnet ist, die muss nach unten liegen. Also die geriffelte Seite nach unten. Und hier werde ich mir jetzt noch meine große Blüte aufstempeln und embossen, bevor wir dann mit der Big Shot beide Teile ausstanzen. Und dazu benutze ich jetzt die Versamark-Tinte. Betupfe meine Blüte richtig gut. Und bevor ich das auf meine Folie mache, unbedingt mit dem Embossing-Buddy drüber gehen. Es ist zwar trotzdem so, dass ihr noch ein bisschen Reste habt, aber ohne den Embossing Body ist es, glaube ich, viel schlimmer. Also der nimmt euch noch so ein bisschen die Fingerabdrücke weg und der ist da, glaube ich, schon wichtig. Okay, und jetzt stempel ich mir das jetzt hier unten drauf. Und ihr seht, ich habe da echt einen riesigen Stempelblock für die Blüte. Ihr braucht, glaube ich, F als Stempelblock. Meiner ist jetzt noch ein Stückchen größer, aber die ist echt groß, die Blüte. Wunderschön. Okay. Und jetzt nehme ich goldenes Embossing-Pulver und streue mir das ganz vorsichtig darüber. Klopfe mir das so ab.
Und ihr seht es, trotz dem Embossing Buddy habe ich da immer noch unheimlich viele Spuren drauf. Die werde ich mir jetzt einfach mit einem Pinsel ein bisschen ausarbeiten. Also man sieht, wenn man das sich so hinhält, sieht man ganz gut, wo man die kleinen Goldfleckchen noch wegmachen muss. Aber ja, also vorher hat es ein bisschen besser geklappt, da war es ein bisschen weniger. Hier oben habe ich nur eine Stelle vergessen. Aber ich pinsel mir das jetzt so weg, dass ich diese Reste nicht ganz so viel mit embosse. Da lasse ich euch Musik laufen. Was ich euch da auf jeden Fall als Tipp geben kann, geht über den Mülleimer und pustet euch so richtig drauf. Damit verliert ihr schon mal ganz viele von den kleinen Punkten. Da tut man sich viel leichter, wenn man einmal gescheit drüber pustet und sein ganzes Bastelzimmer voller Goldglitzerpunkte macht. So, da hinten an der Ecke habe ich jetzt zu viel weggepustet, glaube ich. Ich puste nochmal und dann wird es erhitzt. Und da oben an der Ecke auch. Also wie gesagt, ich puste mir das jetzt nochmal weg und dann erhitze ich das auch gleich und solange lasse ich euch Musik laufen, weil das ziemlich laut ist, das Erhitzungsgerät, oder als wie ein Föhn. Aber wichtig ist, nehmt euch da eine Pinzette und passt wirklich gut auf, weil das wird ziemlich heiß. Also passt auf euch auf und auf eure Umgebung, dass ja nichts passiert. Also und auf eure Finger auch, ja. Also wirklich aufpassen, weil es wird sehr heiß und auch diese Metallfolie dann auch wirklich auskühlen lassen, bevor wir sie ausstanzen. Ganz wichtig. So, ihr Lieben, es sieht wirklich unglaublich schön aus, oder? Passt wirklich auf, bleibt nicht zu lange an einer Stelle, nicht, dass euch irgendwas schmilzt oder verbrennt oder wie auch immer. Lasst es jetzt gut auskühlen, bevor wir das durch die Big Shot kurbeln. Und wie gesagt, passt da auf euch auf. Der Effekt ist so schön, deswegen habe ich es euch gezeigt. Aber ja, also wirklich nochmal an der Stelle. Obacht geben, geht man sagen, in Bayern. So, okay, ich lasse das jetzt auskühlen. Am besten auf dem Teller oder so, Porzellan. Wobei, jetzt ist es schon gar nicht mehr heiß, also es kühlt auch ganz schnell wieder ab. Das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so schlimm, wie ich es gesagt habe, aber ich möchte das sicher gehen, dass euch nichts passiert. Und jetzt hole ich mir meine Stanzmaschine und stanze mir meine beiden Teile auch aus. Ich finde übrigens, die neuen Stanzformen, die sind echt toll. Die legt man sich ja ziemlich nah an den Rand auf. Da ist jetzt nicht mehr so ein weißer Rahmen, wie es schon mal war. Aber die stanzen sehr schön. Finde die toll. Und die lösen sich auch. Also gut, ich habe jetzt eben mit so großen Teilen gearbeitet, aber die lösen sich auch sehr schön raus. Aus dem Papier. Und es reicht auch einmal durchkurbeln völlig aus. Ich habe es jetzt zweimal gemacht, weil bei mir da hinten kein Platz mehr ist, dass ich mir das anders raushole. Unser eines Teilchen ist schon fertig und das ist wirklich schön, oder? Also das als Magnet an den Kühlschrank hin oder so, macht sich richtig toll. Okay, und was wir noch ausstanzen müssen, ist nochmal ein Magnetteil für unsere hintere Blüte. Dann nehme ich mir nochmal den Magnetstreifen, schneide mir einfach einen kleinen Rest runter. Und kurbel mir das einmal nochmal durch und auch hier wieder aufpassen, dass dieses Gerillte nach unten schaut. Ich muss außerdem gleich ja, wie gesagt, ich habe keinen Platz. So. Okay. Und dann kann die Big Shot wieder weg. Ich muss jetzt schnell den Akku austauschen von meiner Kamera. Ich bin gleich wieder da. So, ich habe jetzt meine Kamera schnell angesteckt. Ich hoffe, dass es nicht so gewackelt hat. Und löse mir jetzt mein Magnet hier raus. Und jetzt können wir uns das hier hinten draufkleben.
Und ich habe jetzt hier zum Aufkleben von meiner Blüte auf das Magnet verschiedene Sachen ausprobiert. Ihr könnt es auf jeden Fall mit Flüssigkleber machen. Machen wir jetzt auch, weil das auch super funktioniert. Wenn jemand noch den Fast Fuse hat von früher, der war früher mal im Sortiment, der funktioniert auch. Und was ich noch nicht ausprobiert habe, aber was ich glaube, was auch funktioniert, sind diese Klebeblätter, die man auf die ja, auf die Standteile machen kann. Die könnte man zum Beispiel hinten draufkleben, die würden auch funktionieren. Aber wie gesagt, das gibt es alles nicht mehr, deswegen nehmen wir den Flüssigkleber und mit dem funktioniert es auch super. Okay, dann einmal draufkleben. Und ein bisschen draufhalten, dass der schön trocknen kann, auch über die einzelnen Spitzen vom Blatt, dass das einfach insgesamt schön flächig klebt. Ja, und dann ist unser Magnet schon fertig. Mal kurz testen. Man könnte diese Klammer natürlich auch total schön verzieren, so, gell? Ans Regal hin von IKEA ist das, Scandis oder so heißt es, glaube ich. Da sind diese Klammern dabei. Die sind magnetisch und da. Das sieht schon sehr schön aus, schon auf jeden Fall. Und funktioniert auch mit unserer Klebefolie. Okay. Also so funktioniert das echt gut und ich finde, es ist richtig schön und mal was ganz anderes und auch eine tolle Idee vielleicht als Geschenk. Aber ihr müsst wirklich wissen, dass diese Magnetfolien nicht sehr stark halten. Also die sind wirklich nur für ein Papier geeignet oder eben zur Verzierung von der Pinnwand. Ja, wenn ihr stärkere Magnetfolien benutzen wollt, müsst ihr das halt austesten, ob das mit eurer Big Shot funktioniert. Aber ich glaube schon. Aber wie gesagt, das müsst ihr selber ausprobieren. Da kann ich jetzt keine Tipps dazu geben. Ich habe eben nur die und mit denen klappt es sehr gut so. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Ist mal was anderes. Ich zoome euch jetzt mal noch ein bisschen hin. Entschuldigung. Dass ihr mal seht, wie wunderschön das ist. Oh, das sieht echt toll aus. Also ich bin total begeistert. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Passt auf, wenn ihr embosst. Und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne noch einen Daumen hoch geben. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal und dann bekommt ihr immer ganz viele tolle neue Bastelideen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!